aufstehen und frisch machen. Er muss zur Schule gehen. Er ist ein ganz normaler Junge in der Pubertät. Wohnt im Brennpunkt mit seiner Mutter, seiner Schwester. Dort sind die Straßen kalt, Taschen in halb Messer. Er ist zwar jung, trotzdem lügen seine Augen nicht. Er sieht den Drogenhandel jeden Tag das Blaulicht. Seine Mom geht arbeiten für wenig Geld. Lebt im Problembezirk draußen in der grauen Welt. Seine Jungs haben ein iPhone, Magensachen. Können essen gehen, sich den neuesten Kram beschaffen. Nein, er träumt von einer guten Zeit. Eine mit bessere Gegend, eine Familie mit Zufriedenheit. Die Mutter kommt nach Haus zum Arzt, muss mit denen reden. Sie braucht 40.000 Euro für ihr Herzproblem. Und wenn nicht, sagt sie unter Tränen, wird sie von uns gehen, wird sie von uns gehen. Ich habe so viel gesehen und es fließen so viele Tränen. Und du hoffst, dass du nicht versagst. Doch es trifft dich der Schicksalsschlag. Egal wo du morgen bist und deine Welt noch in Ordnung ist, glaub daran, dass du nicht versagst. Denn auch dich trifft der Schicksalsschlag. No. Es ist ein Teufelskreis, kein Geld, Mutter krank. Das Leben seiner Mutter liegt nun in seiner Hand. Fußballkarriere und die Schule sind jetzt Nebensache. Er will an seine Mutter denken, dabei wieder lachen. Er braucht das Geld so schnell wie möglich, weil es ihm ein Leben mit seiner Mutter ermöglicht. Er wendet sich an Murat aus der gleichen Heimat und sagt ihm, ich brauch 40.000 diesen Monat. Bruder, ich geh für deine Mutter über Leichen und werde ab sofort nicht mehr von deiner Seite weichen. Gesagt, getan, und Murat hackt einen Plan aus. Ich hab ein Riesending am Start, da springt ne Menge Geld raus. Tag des Überfalls, es muss alles nach Plan laufen. Er hört den Teufel sprechen, du musst da jetzt reinlaufen. Adrenalin strömt durch seinen nervösen Körper. Das Geld in die Tasche waren seine letzten Wörter. Ich habe so viel gesehen und es fließen so viele Tränen. Und du hoffst, dass du nicht versagst. Doch es hilft nicht der Schicksalsschlag. Egal wo du morgen bist und deine Welt noch in Ordnung ist, glaub daran, dass du nicht versagst. Denn auch dich trifft der Schicksalsschlag. No. Er ist zu Hause mit dem Geld, weiß, sie wird nicht sterben. Sagt zu seiner Mutter, nun wird alles gut werden. Er ist glücklich, denn jetzt sieht alles besser aus. Doch wenig später steht die Kripo dann im Treppenhaus. Sie klopfen an der Tür, er hat seine Mann versprochen. Sie wird gesund, die Tür wird nun aufgebrochen. Die Schwester weint und er greift zur Waffe hin. Man hört die Polizei, Hände hoch, das hat keinen Sinn. Er geht nicht auf und die Polizei hat totgeschossen. Die Schwester reagiert und hat sich vor ihm geworfen. Schuss ins Herz, seine Schwester, sie ist tot. Er dreht durch, sieht ihr Blut. Sieht alles vertrot, sie war ein Schutzengel, er hat paar Mal abgedrückt. Doch die Kripo hat geschossen, auf ihn zurück. Er liegt am Boden mit dem Geld in der Hand. Sie sieht ihre Kinder an, Diagnose Herzstillstand. Ich habe so viel gesehen und es fließen so viele Tränen. Und du hoffst, dass du nicht versagst. Doch es hilft nicht der Schicksalsschlag. Egal wo du morgen bist und deine Welt noch.